Wusstest du, dass es auf der Erde Orte gibt, an denen das Gravitationsgesetz nicht gilt? Von Orten, an denen kein Wasserfall herabstürzt, über Autos, die von selbst nach oben rollen, bis zu einem Damm, an dem man Zaubertricks vorführen kann. Guck dir das Video bis zum Ende an, um zu erfahren, wo sich dieser Damm befindet. Um Abonnent unseres Kanals zu werden, drück die Schaltfläche und die Klingel. Der Wasserfall bergauf. Dieser Wasserfall befindet sich in England, nicht weit von der Stadt Hayfield entfernt und wird Derbyshire Wasserfall genannt. Das erste, was einem sofort auffällt, ist, dass das Wasser nicht fällt, wie man es normalerweise bei einem Wasserfall sieht, sondern dass das kühle Nass in die Luft steigt. Es sieht eher wie ein Springbrunnen aus. Wie ist das möglich? Das Geheimnis ist der Wind. Der weht manchmal so stark, dass das Wasser, wenn es über die Klippe fällt, vom Wind nach oben zurückgedrängt wird. Dadurch entsteht ein nebliger, umgekehrter Wasserfall. Die Höhe beträgt fast 24 Meter. Trotzdem ist der Wind stark genug, um das Wasser nach oben zu drücken. Die Straße am Fuße des Berges Aragats. Viele Menschen reisen jedes Jahr nach Armenien, um das verrückte Phänomen der Antigravitation zu sehen, das sich dort abspielt. Dieser Berg liegt an der Grenze zwischen der Türkei und Armenien. Das Geheimnis von Aragats liegt in dem Gravitationshügel, der dort liegt. Es stellt sich heraus, dass das Gesetz der Schwerkraft hier plötzlich aufgehoben scheint. Wenn du den Motor deines Autos am Fuße des Berges abstellst, fährt dein Wagen von selbst auf den Berg. Aber das ist nicht das einzig Merkwürdige. Es gibt auch einen nahegelegenen Fluss, dessen Wasser nicht nach unten fließt, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Viele Menschen, die dort gewesen sind, haben die Erfahrung gemacht, dass es viel leichter ist, bergauf zu gehen als bergab. Es gab viele Erklärungsversuche für das Gravitationsphänomen Aragats. Von Theorien über Außerirdische bis hin zu speziellen Magnetfeldern, die in diesem Gebiet vorherrschen würden. Was auch immer die Erklärung sein mag, der Ort zieht immer wieder Menschen an. Teufelsturm. Je höher und schwieriger ein Berg ist, desto spannender ist die Herausforderung für Bergsteiger. Devil's Tower ist eine Felsformation, die im Bear Lodge Ranger District in Black Hills, Wyoming steht. Jeder Kletterer, der diese Felsformation sieht, wird feststellen, dass sie eine schöne Form und Größe hat. Aber wusstest du, dass einige Bergsteiger, die den gefährlichen Mount Everest bestiegen haben, aus irgendeinem Grund nicht mit dem Devil's Tower umgehen können? Die Formation ist nur 386 Meter hoch und in der Höhe nichts im Vergleich zum Himalaya. Was die Kletterer aufhält, sind die ganzen Steilwände der Formation. Diese machen es sehr schwierig, die Spitze zu erreichen. Und wenn sie es schaffen, ist es noch schwieriger, wieder abzusteigen. Trotz der großen Herausforderung zögern die Bergsteiger nicht, die Felsformation jedes Jahr zu besteigen. La Piedra Movediza. Das heißt so viel wie sich verschiebender Fels und balanciert seit Jahren auf der Spitze eines Hügels, der die Stadt Tandil im Osten Argentiniens überragt. Dieser große, 300 Tonnen schwere Granitfelsen war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine beliebte Touristenattraktion. Das Ding blieb tausende Jahre ungestört in seiner unwahrscheinlichen Lage, bis es im Februar 1912 zusammenbrach. Im Jahr 2007 platzierten die Einheimischen eine Kopie an die Stelle, an der einst der wirklich prächtige Granitfelsen stand. Er war fest auf dem Hügel verankert. Der große Felsen, obwohl eine Kopie, ist der Stolz der Stadt. Es wird von vielen Touristen besucht. Während des kurzen Spaziergangs zur Nachbildung kannst du über die Geschichte des Originalgesteins lesen. Es steht auch geschrieben, wie fest das Replikat befestigt ist und dass es weder durch die Kraft des Menschen noch durch irgendeine andere Kraft jemals von seinem Platz bewegt werden könne. Mooresville Hill. Der berühmte Gravitationshügel von Mooresville scheint alles und jeden an seinem Fuß hochzuziehen, völlig gegen das Gesetz der Schwerkraft. Dieser Hügel ist jedoch nichts anderes als eine optische Täuschung, aber eine sehr überzeugende. Wenn du dein Auto am Fuße des Hügels parken würdest, würde es sofort auf die Spitze des Hügels gezogen werden. Außerdem würde ein Ball nach oben statt nach unten rollen. Der örtlichen Legende nach hielt ein Schulbus vor Jahrzehnten am Fuße dieses Hügels, wo eine Eisenbahnlinie kreuzte.
Dann wurde er von einem herannahenden Zug getroffen, wobei mehrere Passagiere getötet wurden. Heutzutage werden dir die Einheimischen erzählen, dass es die Geister der Kinder waren, die damals im Bus saßen. Sie wären dafür verantwortlich, dass die Dinge bergauf und aus der Gefahrenzone geschoben werden. Sie werden dich sogar anweisen, etwas Mehl auf deine Stoßstange zu streuen, damit du die Fingerabdrücke der Kinder sehen kannst, nachdem du in Sicherheit gebracht wurdest. Wir müssen noch 5 geheimnisvolle Orte aufsuchen, an denen das Gesetz der Schwerkraft nicht zu gelten scheint. Um das Video weiter anzusehen, drücke bei eingeschalteter Glocke auf Jetzt abonnieren. Ruado Amendoim. Ruado Amendoim steht in Brasilien und bedeutet wörtlich übersetzt die Erdnussstraße. In dieser Straße wird es immer eine Fülle von Parkplätzen geben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass jedes Auto, das dort ohne die Feststellbremse anhält, sofort bergauf rollt und auch an Geschwindigkeit zunimmt. Dafür gibt es viele Erklärungen, darunter Volksmärchen, die das Phänomen Geistern zuschreiben, oder dass viele Eisen im Hügel, das wahrscheinlich eine magnetische Anziehungskraft ausüben würde. In Wirklichkeit ist das Phänomen offenbar eine optische Täuschung. Obwohl die Straße eine steile Neigung zu haben scheint, gibt es tatsächlich eine leichte Senke in der Straße. Die Autos scheinen bergauf zu rollen, aber in Wirklichkeit rollen sie nur bergab. Das hindert die Menschen jedoch nicht daran, hunderte von Videos aufzunehmen, die den seltsamen Anblick von Autos festhalten, die angeblich allein oder von geheimnisvollen Kräften angetrieben den Berg hinauffahren. Die Illusion des Electric Bray Gravity Hill. Auch in Schottland scheinen Autos auf dem Electric Bray Gravity Hill bergauf zu rollen. Der Hügel erhielt diesen Namen, weil die Viktorianer glaubten, dass die Straße entlang der Klippen von der Elektrizität der nahegelegenen Insel Arran gezogen wurden. Elektrizität war damals ein neues Phänomen, dem viele Dinge zugeschrieben wurden, die noch nicht verstanden wurden. Aber es ist eigentlich eine Art natürliche optische Täuschung. Die Kurve am Rande der Klippenstraße erweckt den Eindruck von Höhe, ist aber das Gegenteil von dem, was wirklich da ist. Die Einheimischen müssen sich noch immer vor Menschen in Acht nehmen, die still auf der Straße stehen und erstaunt sind, dass ihre Autos scheinbar bergauf fahren. Andere halten an und legen einen Ball mitten auf die Straße, um zu sehen, wohin er rollt. Gravitationshügel Washington. Auf einer menschenleeren Straße in Prosser, Washington, am Fuß eines kleinen Abhangs erlebst du ein Phänomen, das angeblich durch Paranormales verursacht wird. Wenn du an dieser Stelle den Leerlauf einlegst, wird dein Auto auch hier, wie von Zauberhand, den Berg hinaufrollen. Als Gründe für dieses seltsame Ereignis werden unter anderem Außerirdische oder Geister genannt. Tatsächlich handelt es sich bei dem Phänomen ebenfalls um eine optische Täuschung. Diese mysteriösen Orte, die eine Aufwärtsneigung zu haben scheinen, sind in Wirklichkeit Teil einer größeren Abwärtsneigung. Von unserem Gehirn falsch interpretiert, weil die Hänge wenig oder gar keinen Blick auf die Horizontlinie haben, scheinen die Objekte der Schwerkraft zu trotzen. Leider keine grünen Marsmenschen oder Gespenster. Geisterhügel. Auch auf diesem Hügel wird der Antigravitationseffekt den Geistern zugeschrieben, daher der Name Geisterhügel. Die Geschichten erzählen, dass noch bevor die Autos von alleine den Hügel hinaufrollten, auch Pferde gesehen wurden, die mühelos den Hügel hinaufzogen. Legenden besagen, dass ein Indianerhäuptling gegen ein Krokodil gekämpft habe, das das Dorf terrorisierte. Der Kampf war offenbar so heftig, dass beide oben auf dem Hügel starben. Die Legenden sind sich nicht einig, ob der Geist des Häuptlings oder der Geist des Krokodils die Ursache für die Anomalien ist. In Wirklichkeit sind die seltsamen Eigenschaften des Hügels nicht das Ergebnis geisterhafter Gespenster, sondern auch das Ergebnis einer besonderen optischen Täuschung. Natürlich ist es viel spannender, die Legenden als Ursache anzunehmen, als irgendeine wissenschaftliche Erklärung. Und schließlich der Damm, wo man Zaubertricks vorführen kann. Nummer 1, Hoover Damm in Nevada, Amerika.
Wenn du diesen 221 Meter hohen Damm erklimmst, kannst du ein einfaches Experiment machen. Versuche, etwas Wasser aus einer Flasche auf den Boden des Dammes zu gießen und schau, was passiert. Das Wasser wird nicht wie üblich nach unten fallen, sondern in entgegengesetzter Richtung nach oben fliegen. Dasselbe wird mit jedem leichten Gegenstand geschehen, den man versucht, den Damm hinunterzuwerfen. Das Objekt wird schweben. Man denkt, man könne plötzlich einen Zaubertrick vorführen, aber die Realität sieht etwas anders aus. Der Aufwärtsflug des Wassers und der sogenannte Floating-Effekt werden durch den starken Wind verursacht, der vom Damm weht. Welche dieser Orte würdest du gerne besuchen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn du noch mehr Spaß an den Videos haben möchtest, vergewissere dich, dass du unseren Kanal mit gedrückter Klingel abonniert hast und vergiss nicht, den Daumen hoch zu drücken, wenn dir dieses Video gefallen hat.